Wir sind hier gerade am Set von The Chosen. Wir sind einfach komplett live dabei. Das ist surreal. Freaky. Jesus aus Nazareth, ich mag dich. Zwing mich nicht, dich zu töten. Alright, here we play. So, ich habe dir eigentlich ein Buch mitgebracht, aber mein Gepäck ist verloren gegangen. Die Airline hat es verloren. Oh, das tut mir leid. Und mir erst. Was für ein Buch? Hast du es geschrieben? Nein, es ist von einem Geigenbauer. Luthier, Violin Builder. Okay. Er schreibt über Spiritualität und Geigenbau. Wow. Interessant. I'm sorry. Tut mir sehr leid mit deinem Gepäck. Ja, daher auch das komische Outfit. Ah, das ist Summer Casual. Ist doch perfekt. Besonders bei dem Wetter. Vor genau einem Jahr waren wir alle in Rom und du hast den Papst getroffen. Mhm. Hat sich dein Leben seitdem verändert? Meine Anerkennung für den Papst hat sich auf jeden Fall verändert, seit ich ihn getroffen habe. Es war eine sehr warmherzige Begegnung. Für mich war das ein persönlicher Meilenstein. Das war wirklich toll. Der Papst hat ja zu dir etwas gesagt in der Art, mögest du Jesus nachahmen, mögest du ihn finden. Mögest du ihn finden, mögest du ihn nachahmen und möge er dich glücklich machen. So, in welchem Stadium davon befindest du dich? Ich suche ihn immer. Und jetzt gerade imitiere ich ihn buchstäblich in der dritten Staffel der Serie, die wir gerade hier filmen. Und er macht mich glücklich, unvermeidlicherweise. Ja. Sounds good. Klingt gut. Ja, ich würde also sagen, es sind alle Stadien auf einmal. Würdest du sagen, dass du dich daran gewöhnst, Jesus zu spielen? Ich weiß nicht, ob man sich daran gewöhnen kann, Jesus zu spielen. Es gibt immer Neues über ihn zu entdecken. Jeden Tag neu. Diese Staffel macht mir besonders viel Spaß. Wir haben uns in allem sehr verbessert. Es ist viel epischer und größer, richtig cinematografisch. Und die Beziehung zwischen Jesus und den anderen bewegt sich auf einer anderen Ebene. Es gibt immer etwas Neues und Spannendes zu entdecken, wenn man in seinen Schuhen geht oder seinen Sandalen, so gut ich kann. Ich frage mich, wie wäre er mit den Pharisäern umgegangen in dieser Situation? Wie war er zu den Jüngern, die vielleicht nicht immer so ganz einverstanden waren mit seinen Entscheidungen, mit der Richtung, die er ihnen vorgab? Wie war das wohl? Und so gibt es immer neue Aspekte zu entdecken an Jesus. Wo ihr hinkommt, werdet ihr verkünden, das Königreich des Himmels ist nahe. Und während ihr diesen Auftrag ausführt, werdet ihr die Kranken und Gelähmten heilen, indem ihr sie mit Öl salbt. Ihr werdet Dämonen austreiben. Ihr werdet... Was? Wieso seht ihr mich alle so an? Färbt deine Rolle als Jesus darauf ab, wie die anderen sich dir gegenüber verhalten? Behaving towards you when you're not filming? Ob die Rolle... Sorry, was meinst du? Deine Rolle als Jesus beeinflusst die, wie die anderen zu dir sind, wenn ihr nicht filmt? Das weiß ich nicht. Das müsstest du wahrscheinlich die anderen fragen. Das werde ich tun. Ich liebe jeden Einzelnen von ihnen. Sie sind meine Kollegen und meine Freunde. Ich finde, wir kommen sehr gut miteinander aus. Und je länger man in demselben Boot sitzt, mit einer Gruppe, und je besser man sich kennenlernt, desto mehr verlässt man sich aufeinander. Mit ihnen zu spielen, ist so eine Freude für mich. Du hast ja schon früher Jesus gespielt. Wenn du 10 oder 20 Jahre zurückdenkst, war dein Jesus damals anders? Das erste Mal, dass ich Jesus gespielt habe, war bei einem Projekt einige Monate, bevor ich für The Chosen engagiert wurde. Damals war ich noch damit beschäftigt, die eher technischen Aspekte hinzukriegen, zum Beispiel den Akzent. Ich dachte von Anfang an, dass Jesus einen Akzent aus dem Mittleren Osten haben sollte, mit dem ich aufgewachsen bin. Mein Vater ist aus dem Mittleren Osten. Ich habe mir seinen Akzent ausgeliehen. Meine Tante ist aus Palästina und ich habe die beiden gemischt.
Also wenn ich das erste Projekt anschaue und dann The Chosen, war der Akzent noch nicht so gefestigt. Seine Stimme findet man erst mit der Zeit, wenn man mit dem Charakter unterwegs ist. Beim Fernsehen kann man das oft bei Animationsfilmen verfolgen. Die ersten Staffeln zum Beispiel von den Simpsons, weißt du? In den ersten Staffeln ist Homers Stimme noch ganz anders als in Staffel 4 oder 5. Aber dann verändert sie sich kaum noch bis zur Staffel 15 oder 20. Ein bisschen ist es auch so mit meiner Version von Jesus, in dem Sinne, dass ich das Gefühl habe, ich finde mich in dem Charakter ein, nach 8 Jahren, die ich ihn spiele. Wer weiß, was passieren wird in den nächsten Staffeln, aber ich denke, das wird sich nicht mehr groß verändern. Nur das, was im Skript steht, wird sich verändern. Inwiefern beeinflusst deine katholische Prägung deine Darstellung von Jesus? Your portrayal of Jesus. Das hängt für mich untrennbar zusammen. Die Darstellung von Jesus und mein Glaubensleben. Ich bin sehr aktiv in meinem Glaubensleben. Und für die Katholiken ist das Sakrament des Abendmahls ein Ereignis, das den Gläubigen mit Jesus verbindet. Auf eine ganz fühlbare, greifbare Art. Für mich bedeutet das, dass ich mich total mit ihm verbunden fühle. Und das wird zu meinem Zugang, meiner Art, wie sein Geist in mir Raum gewinnt. Wenn ich diesen Zugang nicht hätte, müsste ich einen anderen Weg in den Charakter suchen, falls das Sinn ergibt. Aber das ist die Grundlage für meine Darstellung von Jesus. Das ist auch der Grund, warum ich mich der Rolle überhaupt gewachsen fühle, weil ich meinen Glauben habe, der mich führt. Du hattest ja jetzt viel mit evangelikalen Christen zu tun. Was, denkst du, könnten Freikirchler von Katholiken lernen? Ich glaube, dass wir alle etwas voneinander lernen können. Ich lerne jedenfalls sehr viel von Evangelikalen, von Pfingstlern, von allen Denominationen. Ich fühle mich beschenkt, weil ich Menschen aus allen Glaubensrichtungen treffen darf und von allen etwas dazulerne. Das ist wirklich ein Geschenk. Wir sind doch alle ein Leib als bekennende Christen. Wir sind alle miteinander verbunden durch denselben Jesus, denselben Gott. Ich denke, dass jede Denomination ihre speziellen Gaben und Aufgaben hat. Ohne zu viel zu verraten, meinst du, dass es für Jesus ein Happy End geben wird? Ein Happy End in The Chosen? Oh ja, sogar ein großartiges Ende. Weil das Ende gar nicht das Ende ist, sondern nur der Anfang. Super Schlusswort. Vielen Dank. Thank you. Danke dir, Caro.